traurige Nachricht bekommen. Mein Schulkamerad Bernhard Meinusch ist gestorben. Als wir das letzte Mal telefoniert haben, vor 2 Wochen oder so, da hatte er echt noch so viel Hoffnung. Es gab so 1, 2 Sachen, wo ich dachte, oh mein Gott, wenn er das nicht in den Griff bekommt, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, sie haben es nicht in den Griff bekommen. Tja. Scheiße, Chidanand, mein Freund. Gute Reise. Ich glaube, das wird ein schwieriger Tag heute. Es ist super grau draußen. Es regnet die ganze Zeit. Und ich kämpfe mich von Emotion zu Emotion. Vor 3 Tagen noch irgendwie alles super schick und easy und zufällig im Pilgerhaus gewesen, was total nett war, und plötzlich Facebook-Drama, was immer noch nicht gelöst wurde. Gestern Abend habe ich eine Anfrage bekommen, über die ich jetzt noch nicht reden, aber es ist so unfassbar geil und großartig. Ich freue mich so unfassbar darüber. Es wird aber heute Abend alles irgendwie erst so in Sack und Tüten gepackt. Ja, und da gibt es auch viele offene Fragen. Und und jetzt heute Morgen die Todesnachricht von Bernhard. Und es war zu erwarten. Ich wusste, dass das wahrscheinlich kein Jahr lang geht, aber dass es nur noch 14 Tage sind. Hätte ich nicht erwartet. Und ich meine, wir hatten die meiste Zeit unseres Lebens jetzt gar keinen Kontakt mehr. Und trotzdem berührt es mich tief in meiner Seele und es tut mir echt so leid. Und ja, und jetzt sind wir schon 3 von unserer Klasse. Ich habe Ila an Krebs verstorben. Viele, viele Jahre. Johannes sich suizidiert und jetzt meine Sch- Tja. Der Lauf der Dinge. Der kleinste Bahnübergang Deutschlands. Die erste für meinen Papa, die zweite für jeden, die dritte für alle Freunde und Verwandte, die schon gegangen sind, und die vierte für Bernhard. Gute Reise. Lauter trifft die Donau. Im Verlauf der nächsten Tage werde ich auch durchs Lautertal laufen, was sehr, sehr schön ist. Konfuzius sprach, wo es 20% runter geht, geht es auch irgendwann mal wieder ganz steil den Berg. Nuff. Das Achtal Rind, eine besondere Rasse. Und hier auf diesem Hof werden die Kühe mit den Kälbern zusammen auf der Weide gelassen. Es geht doch, wenn man es möchte.